Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV. Worum geht es heute? Natürlich um Corona. Auch wir sind Corona-anfällig und versuchen zu diesem wichtigen, uns alle berührenden, bewegenden Thema eine Sendung zu machen. Die Fragen stellt heute Frank Ferenczky, der Chef von Transparenz TV, und ich versuche, halbwegs vernünftige Antworten auf dieses Thema zu geben. Lieber Frank. Ja, ist ja eine kleine Notsendung. Du sitzt zu Hause in Baden-Baden per Skype. Wir können uns also nicht anstecken. Corona ist eine Zeit der Angst. Man hat Bedenken, man hat Angst um sich selber, man hat Angst um die Angehörigen. Nun sind wir eigentlich ja vernunftbegabte Wesen, sagen wir immer. Aber die Medien, die Regierung macht uns ja auch Angst. Und was eigentlich gar nicht behandelt wird, ist die Frage, wie gehe ich denn eigentlich in diesen Zeiten mit meiner ganz persönlichen Angst um? Denn viele haben ja auch Existenzangst. Ja, die Frage ist natürlich immer, ist Angst berechtigt oder ist Angst unnötig? In diesem Fall scheint mir Angst zum großen Teil wirklich berechtigt zu sein. Angst ist so etwas wie eine eingebaute Institution in uns, die gehört zu uns. Und es macht ja auch Sinn, dass wir Angst haben vor Problemen, vor Gefahren, Angst vor Kriegen. Also das alles macht ja Sinn. Oder Angst vor einem Atomkraftwerk, das jeden Tag in die Luft gehen kann. Also die Frage ist immer beim Thema Angst, wie gehen wir mit Angst um? Angst ist eine Realität in solchen Tagen. Wenn wir das verdrängen würden, würde es gar nichts nutzen. Die Frage ist, wie gehen wir um, wie halbwegs rational gehen wir um in diesen Corona-Zeiten mit dem großen Thema Angst? Also, wenn ich ehrlich bin, lieber Frank, ich hätte mir vor 8 Wochen nicht vorstellen können, was Corona, und auch nicht vorstellen wollen natürlich, was Corona mit uns allen heute macht. Ich habe mir noch vor einem Monat kaum vorstellen können, dass es in Deutschland Kontaktsperre gibt, dass wir weniger reisen sollen und solche Sachen. Aber heute halte ich es für richtig. Und ich muss ehrlich sein, Ende März kann ich mir konkret und praktisch nicht vorstellen, wie es in 4 Wochen, Ende April, in Deutschland aussehen wird. Eigentlich weiß das keiner. Auch das Robert-Koch-Institut, das uns jetzt ja beinahe regiert, hat gestern nochmal gesagt, der Präsident dieses Instituts, wir wissen nicht, was in 4 Wochen sein wird. Wir sind noch nicht über dem Berg. Wir haben die Krise noch nicht überwunden. Also die Zukunft, auch die Zukunft bei Corona, ist offen. Die Zukunft war immer offen. Aber bei Corona, muss man dazu sagen, ist sie besonders offen. Und keiner weiß genau, was passieren wird. In Unsicherheitssituationen haben wir Menschen immer Angst, weil wir halt nicht wissen, was kommt. In normalen Zeiten, also in Deutschland bis noch vor 8 Wochen, hat man sagen können, morgen früh geht die Sonne auf. Davon kann ich ausgehen. Das kann ich heute auch noch sagen. Aber welche zusätzlichen Sperren, welche zusätzlichen Verbote es morgen oder übermorgen vielleicht ganz vernünftigerweise geben wird, das wissen wir alle nicht. Das hängt vom Verlauf dieser Krise ab. Allerdings, es ist ja nicht so, dass wir dieser Krise nur ausgeliefert sind, hilflos. Wir können auch etwas tun. Und da haben wir zum Glück, so sehe ich es, eine Bundeskanzlerin, die ganz ruhig und rational, ohne Angst zu schüren, reagiert. Wenn ich die Reaktion von Herrn Trump in diesen Tagen vergleiche mit der Reaktion von Frau Merkel, der Herr Trump sagt, ich bin ein Kriegspräsident. Man hat beinahe den Eindruck, der Mann wartet gerade auf den nächsten Krieg. Und er redet immer von Krieg. Wir leben in Kriegszeiten. Die Bundeskanzlerin empfiehlt in diesen Zeiten ganz normal, schreibt vielleicht wieder mal einen Brief, telefoniert mehr als bisher. Sie sagt aber auch zugleich, reagiert vernünftig, haltet die Kontaktsperre ein, besucht euch weniger, auch wenn es schwerfällt. Also Verzicht wird schon gefordert. Das halte ich für vernünftig. Und das ist auch kein zusätzliches Schüren der Angst. Auch die meisten Journalisten behandeln das Thema halbwegs vernünftig, so wie ich es überblicken kann. Ich weiß nicht, ob jeden Abend Sondersendungen notwendig sind, zusätzlich zu den normalen Nachrichtensendungen.
gestern Abend habe ich zum Beispiel gedacht, also in der Sondersendung sehe ich nicht mehr als das, was ich vorher schon in der Tagesschau oder um 19 Uhr in heute gehört habe. Also da wird schon ein bisschen übertrieben, scheint mir an manchen Tagen, darüber kann man immer streiten, mir scheint es so, also etwas zurückzufahren mit den vielen, beinahe täglichen, nein, nicht beinahe, sondern täglichen Sondersendungen, das scheint mir schon etwas übertrieben zu sein. Du hast gerade gesagt, Angst ist natürlich, Angst ist auch vernünftig. Es gibt aber auch schon den schönen Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Oder Angst führt zu nichts. Angst ist kein Konzept. Und wir sind ja in einer Situation ausgesetzt als Bürger und Bürgerinnen, wo wir das halt glauben müssen. Aber wir sind ja mit ganz konkreten Dingen beschäftigt. Also viele Leute haben auch Angst um ihre Existenz, um ihren Arbeitsplatz. Man soll zu Hause in Ruhe sitzen. Wie gehe ich denn jetzt in der Situation mit meiner ganz persönlichen Angst um? Sage ich, wir sind in Europa, wir sind trotzdem sicher, oder soll ich sagen, ich ergebe mich meiner Angst, dann habe ich eben halt Angst. Also wie versuche ich das für mich persönlich in den Griff zu bekommen? Also ich habe eine grundsätzlich andere Einstellung zur Angst, wie die, wahrscheinlich die meisten Menschen. Für mich ist Angst ein Gottesgeschenk. Wenn ich zum Beispiel auf meine Träume achte, ich habe schon oft Angstträume gehabt, die mich gewarnt haben, einen Fehler zu machen, den ich sonst gemacht hätte. Also Angst ist so etwas wie ein in jedem von uns eingebautes Gottesgeschenk. Denn es gibt ja auch viel Grund zur Angst. Also wir haben oft in den 80ern Menschen erzählt, sie hatten Angst, als Tschernobyl in die Luft ging. Zum Beispiel schwangere Menschen. Ja, diese Angst war doch begründet. Die Frage ist immer, wie begründet ist Angst? Und was mache ich? Wie gehe ich um mit meiner Angst? Angst ist etwas ganz Natürliches. Und Angst schützt uns oft vor vielen Fehlern, die wir sonst machen würden. Natürlich ist Angst in diesem Fall begründet bei Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. Angst ist begründet bei Alleinerziehenden, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie ihr Kind oder ihre Kinder ernähren sollen, wo das Geld herkommen soll. Angst ist begründet bei Wirten, die jetzt schließen müssen, ihr Gasthaus schließen müssen. Angst ist begründet bei Menschen, die Hoteliers sind und nicht mehr wissen, wie sie ihre Angestellten bezahlen sollen, weil keine Gäste mehr kommen. Angst ist begründet bei vielen Selbstständigen, die jetzt keine Einnahmen mehr haben. Also die Frage ist nochmal, ist Angst begründet oder nicht? Und mit der Frage kann ich rational umgehen. Es ist ja nicht so, dass in einem Sozialstaat da nicht geholfen wird. Auch die Bundesregierung geht doch in diesen Tagen vernünftig mit diesen wohlbegründeten Ängsten der Menschen um und hat Milliarden Programme beschlossen, die gegen die Angst helfen können. Halte ich auch für vernünftig. Plötzlich spielt, wer hätte das je gedacht, mit einer CDU-CSU an der Spitze der Bundesregierung und einer CDU-Kanzlerin die schwarze Null keine Rolle mehr. Das wurde doch uns jahrelang gesagt. Das war ja auch richtig in normalen Zeiten. Und jetzt sind wir vorbereitet und haben viel Geld, um die Krise bekämpfen zu können. Wenn wir bisher schon Schulden gemacht hätten, hätten wir jetzt die Milliarden nicht, die wir in der Not brauchen. Also spare in der Not, damit du was hast, spare in normalen Zeiten, damit du was hast, in der Not. Dieses alte deutsche Sprichwort bewahrheitet sich jetzt. Das heißt also, man kann mit der Angst ganz rational umgehen und auch die Angst überwinden, sich in Angst einigeln. Und so tun, als seid ihr einfach vom Himmel gefallen, ich kann gar nichts dagegen tun, ist natürlich Quatsch. Wenn ich Angst habe vor einem Atomkraftwerk, dann ist diese Angst begründet nach allem, was wir nach Tschernobyl und nach Fukushima wissen. Dann kann ich halt dafür kämpfen, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden in Deutschland oder anderswo. Das ist die Konsequenz, die ich daraus ziehen muss. Die Frage heißt, welche Lehre ziehe ich aus der Angst? Welche Lehre ziehe ich aus begründeter Angst? Das ist vielleicht die ganz große Frage, die wir in diesen Corona-Zeiten stellen müssen. Und ich denke, wir haben eine Reihe von Gründen, aus der jetzigen Krisensituation etwas zu lernen. Zum Beispiel zu lernen, dass wir nicht nur in Corona-Zeiten mehr auf die Wissenschaft hören sollten,
sondern auch in Zeiten bei einer Krise, die noch viel schlimmer wird für die ganze Menschheit, nämlich die Klimakrise. Wenn wir lernen, dass die Klimakrise genauso mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft behandelt werden muss, wie die Corona-Krise mit der Wissenschaft behandelt werden muss, dann heißt das ganz konkret und praktisch. So wie die Politik jetzt auf das Robert-Koch-Institut und seine Wissenschaftler hört, muss sie in Zukunft auf das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hören und seine Wissenschaftler. Wenn wir das daraus lernen, mehr auf die Wissenschaft hören, hätten wir aus dieser Krise wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges für die nächste Krise gelernt. Oder so wie wir jetzt überlegen müssen, was lernen wir denn 2020 aus der Wirtschaftskrise, aus der Weltwirtschaftskrise 2008. Damals haben wir in erster Linie die Großbanken gerettet. Jetzt lernen wir offenbar auch, dass wir auf alle achten müssen, auf die sozial Schwachen ganz besonders. Ich halte es für einen guten Entschluss der Bundesregierung, dass sie sagt, Mieter, die in dieser schwierigen Zeit ihre Miete nicht bezahlen können, da muss die Miete einfach ausgesetzt werden. Und das ist möglich für ein paar Monate. Ein guter Beschluss. Und die Lehre aus der Wirtschaftskrise von 2008, dass wir lernen müssen, die sozial Schwachen, besonders die, nicht allein zu lassen und nicht nur Konzerne und Großbanken zu retten, sondern an alle denken zu müssen. Das ist Demokratie. Und diese Corona erfordert ja geradezu eine Demokratie. Also wir sagen ja immer, bleibt gesund. Ich würde sagen, in Zukunft sollten wir uns so begrüßen, bleibt demokratisch. Ja. Und liebe Bundesregierung, sorge dafür, dass in Zukunft allen geholfen wird in einer Krise, wenn es allen schlecht geht. Denn die Corona-Krise betrifft ja in der Tat alle. Man sieht, eine Bundeskanzlerin muss in Quarantäne. Man sieht, ein Herr Johnson ist angesteckt. Man sieht, ein Herr Trump war unter Corona-Verdacht. Es betrifft alle in gleicher Weise. Welch eine Chance für mehr Demokratie. Also das Problem ist ja für viele Menschen, die Angst haben, persönliche Angst um die Gesundheit, für sich selber, für die Angehörigen. Du hast die Existenzangst angesprochen. Normalerweise versuchen Menschen ja in Angstsituationen zu agieren. Das können wir eigentlich gar nicht, weil wir ja eigentlich alle Handlungsoptionen beschnitten sind. Wir können nicht rausgehen, wir haben die ganzen Beschränkungen. Wie gehe ich denn jetzt persönlich mit dieser Existenzangst um? Lasse ich die einfach mal zu? Muss ich sagen, okay, ich kann jetzt in der Situation nichts machen. Ich darf mich davon ganz persönlich nicht übermannen lassen. Jetzt ist eben einfach mal Angst. Wie versuche ich das für mich in den Griff zu bekommen, ganz persönlich? Ich habe heute früh zwei Berichte gelesen von Menschen, die sehr lange mit Quarantäne und Isolation umgegangen sind und natürlich auch entsprechend mit ihren Ängsten. Das waren Menschen, die lange im Gefängnis waren und das sind Weltraumfahrer. Mhm. Was wir auch in diesen Tagen im Fernsehen gesehen haben, dass die sagen, man muss nicht nur an sich selber denken, sondern auch an andere. Oder ich denke an Menschen im KZ, wie den großen Psychotherapeuten aus Wien, den Herrn Frankl, der im KZ das Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Der Mann war vor dem Selbstmord. Und er hat überlegt, wem hilft das, wenn ich mich selbst umbringe? Und er hat in einer schwierigen Situation im KZ plötzlich die Idee gehabt, was mache ich nach der Katastrophe? Also was mache ich, wenn ich wieder frei bin, falls ich das KZ überlebe? Und dieser Viktor Frankl hat sich vorgestellt, er hält seine erste Vorlesung und hat die erste Vorlesung konzipiert. Und das war seine Lebensrettung. Hat wieder einen Sinn gesehen in seinem Leben nach der Katastrophe. Wie wäre es denn, wenn wir lernen würden, zum Beispiel auch in dieser Krise, also ich mache das zum Beispiel jeden Tag, es ist ja noch nicht verboten, das kann man dann ausnutzen, an die frische Luft zu gehen. Ich mache jeden Tag Waldspaziergänge. Und da kommen die besten Ideen für ein Buch, das ich auch gerade schreibe. In dieser Situation habe ich endlich mal Zeit, noch mehr Bücher zu schreiben. Jetzt kommen noch mehr Franz Altbücher raus. Jetzt kommen noch mehr Franz Altbücher. Also so hat jeder seinem, oder
mit seinen Kindern mehr zu machen als bisher. Wir hören immer häusliche Gewalt nimmt zu, häusliche Gewalt nimmt zu. Das ist verständlich, wer in einer kleinen Wohnung lebt, hat da sicherlich Probleme. Aber selbst in dieser schwierigen Situation gibt es die Möglichkeit, dass Väter vor allen Dingen sich vielleicht mehr mit ihren Kindern beschäftigen und auch lernen von ihren Kindern und mit ihren Kindern. Der Cem Özdemir, der Politiker der Grünen, hat in diesen Tagen gesagt, ich lerne jetzt Hauslehrer zu sein. Das ist doch ein ganz neuer Beruf, den ich lerne. Also selbst in so schwierigen Zeiten wie den jetzigen, sich nicht nur auf sich selbst zu beschränken und einzuigeln und sich selbst nur zu bemitleiden, das hilft gar nichts, sondern zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn als Mensch, vielleicht eine Sprache zu lernen oder ein Instrument zu lernen oder so etwas. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich anders zu beschäftigen, als sich nur mit der eigenen Angst zu beschäftigen. Du hast gerade gesagt, Angst ist ein Gottesgeschenk. Ja. Und jetzt kann ich den ehemaligen Priesterschüler, der geflohen ist, nachdem er Biggie kennengelernt hat, in ein theologisches Gespräch verwickeln. Ich sehe es ja eigentlich genau andersrum als du. In jedem Gottesdienst sagt die Pfarrerin und sagt mir die Kirche, wir sollen Gottvertrauen haben. Das heißt ja nicht, wir sollen Gottesangst haben oder wir sollen Angst als ein Geschenk von Gott an uns, sondern es ist die Sage, vertraut Gott. Und wir wissen ja auch, dass es natürlich Katastrophen gibt. Gottvertrauen heißt ja nicht, dass jeglicher Schaden von uns abgewendet wird. Aber du sagst, das ist Angst, ist ein Gottesgeschenk. Ich stelle mir die Frage, ich persönlich habe gar keine Angst vor Corona und das hat auch mit meinem Gottesvertrauen zu tun. Können wir in der Situation Gott vertrauen als Christen? Also in schwierigen Situationen hat mir mein Gottvertrauen und mein Urvertrauen ins Leben, das hängt für mich zusammen. Gottvertrauen heißt für mich, ist ein anderes Wort wie Urvertrauen ins Leben. Mhm. Dass es also eine Kraft gibt, eine Energie gibt, außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten, die mir auch beisteht und der ich vertrauen kann. Das ist das, was ich in der Schule von Jesus von Nazareth wirklich gelernt habe. Der Mann hatte ja Gottvertrauen in schwierigsten Situationen. Und die Kirchen haben daraus einen Glauben gemacht. Das ist für mich der größte Sündenfall. Glauben zu sagen, wenn Vertrauen gemeint ist. Glauben, das klingt immer so, ihr müsst glauben oder blind glauben. Das ist nicht gemeint. Dieses Pistein, was Jesus, also das griechische Glauben, was Jesus immer wieder seinen Schülern und seinen Aposteln gesagt hat, habt doch mehr Vertrauen, ist gemeint. Und Vertrauen ist mehr als blind glauben. Vertrauen heißt auch, ich kann etwas in einer schwierigen Situation selber dagegen tun. Also nicht sagen, der liebe Gott ist zuständig, wenn es einen Krieg gibt. Nachdem wir vorher die Waffen produziert haben, da kann der liebe Gott gar nichts machen, wenn wir so doof sind und Kriege machen. Denn das größte Gottesgeschenk ist natürlich immer die Freiheit. Wenn ich mit einem Messer umgehe, kann ich damit mein Butterbrot schmieren morgens oder einen Nachbarn erstechen. Das ist meine freie Entscheidung. Und da kann ich doch nicht sagen am Schluss, ja, der liebe Gott hat mir die Freiheit gegeben, also ersteche ich meine Nachbarn. Das ist meine Verantwortung. Mit dem blinden Glauben der Kirche wurde viel Schindluder getrieben. Da haben wir Kriege gemacht und haben dann den lieben Gott gebeten, doch bitte die Kriege zu verhindern, die wir gemacht haben. Und wir machen Waffenexporte. Auch in Deutschland liefern wir Waffen in die ganze Welt und bieten dann den lieben Gott, dass er doch die Kriege verhindert. Wie absurd, wie gotteslästerlich ist das denn? Mhm. Da müssen wir Glauben neu lernen durch mehr Vertrauen. Vertrauen heißt aber nicht alles auf den lieben Gott schieben, das ist eine Projektion dann, sondern Vertrauen heißt immer, ich habe auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite Verantwortung. Und diese Verantwortung haben wir zu oft und immer wieder in den letzten Jahrtausenden als Religionsmenschen dem lieben Gott in die Schuhe geschoben. Nochmal, wenn zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu bringen, wenn Sunniten gegen Schiiten heute Kriege führen, dann beten beide um ihren jeweiligen Sieg beim selben Allah. Lieber Frank, was soll denn der arme Allah da machen in so einer Situation, wenn wir Menschen so blöd sind und die Angst vor dem Krieg
missachten und Kriege vorbereiten. Ich bleibe dabei. Angst ist ein vom lieben Gott in jedem von uns eingebautes Geschenk. Aber mit Angst muss ich vernünftig umgehen. Und Angst spüren heißt auch Verantwortung wahrnehmen und dann aktiv werden und etwas tun. Ob das jetzt in der Corona-Krise ist, wo ich halt dann sage, Nächstenliebe heißt jetzt Abstand halten. Ja, zusammenhalten, aber bitte mit entsprechendem Abstand. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Zusammenhalten, aber bitte mit entsprechendem Abstand. Das ist konkrete Nächstenliebe. Das heißt, aus der Angst etwas ganz Vernünftiges lernen und etwas Konstruktives machen. Ich hake nochmal nach. Aber wie ist es denn nun in Corona-Zeiten mit meinem Gottvertrauen, was mir in den Gottesdiensten, ich sag mal, dargelegt und angeboten wird? Wie setze ich mein Gottvertrauen jetzt praktisch bei der Corona-Krise ein? Dass ich mich frage, welche Verantwortung habe ich in dieser Krise? Und meine Verantwortung kann nicht heißen, ich besuche jeden Tag meine Nachbarin oder meine Nachbarn und bringe die mit denen Kaffee, sondern das lasse ich jetzt halt. Das ist, wie nennt man das? Also die gute alte Solidarität ist das. Du bist ja ein Sozi, nicht? Du weißt ja, was Solidarität ist. Oder wir beide sind christlich engagiert. Dann sagen wir halt wieder mal Nächstenliebe. Die gute alte Nächstenliebe ist jetzt wieder gefragt. Mhm. Oder die gute alte Solidarität von mir aus ist jetzt wieder gefragt. Das heißt also, ich frage mich, welche Verantwortung habe ich meiner Nächsten? Oder auf politischer Ebene. Es ist doch gut, dass wir Deutschen jetzt, ich lebe ja in der Nähe zu Frankreich, hier an der deutsch-französischen Grenze zum Elsass. Mhm. Es ist gut, dass wir Badener den Elsassern jetzt sagen, ihr habt noch ein viel größeres Corona-Problem als wir. Eure Betten sind bereits alle belegt und Beatmungsmasken habt ihr auch nicht mehr so viel. Also nehmen wir einen Teil eurer Corona-Kranken jetzt auch im Badischen auf. Das sind nur ein paar bisher, also das muss noch mehr werden. Wir haben viel Betten frei in unseren Intensivstationen. Wir sollten den Franzosen und den Italienern, die viel mehr betroffen sind, jetzt auch als EU-Mitglieder Solidarität beweisen oder Nächstenliebe oder wie immer man das nennen mag. Das wäre aus der Angst, die alle haben, die in der ganzen EU ist jetzt mehr Solidarität gefragt. Also die EU ist ja fast abgetaucht in diesen Corona-Zeiten. Das ist ja plötzlich alles nur ein nationales Thema. Und jede Regierung beschließt ihre eigenen nationalen Entscheidungen. Das ist mir zu wenig. Gerade jetzt wäre es wichtig, dass die EU vorangeht und mindestens auf EU-Ebene Solidarität praktiziert wird. Mehr als bisher. Also 5, 6 Corona-Menschen, die nahe am Tode sind, haben wir aufgenommen aus Italien. Also das ist noch nicht die Solidarität, die wirklich gefordert ist. Ja. Das heißt, in dieser politischen Krise, in dieser gesundheitlichen Krise, liegt auch die Chance, Europa solidarisch mehr nach vorne zu bringen, als das bisher der Fall war. Da wir gerade die christliche Perspektive diskutiert haben, aus christlicher Perspektive ist es, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass wir kranken Menschen in Frankreich, Italien oder sonst oder in Spanien helfen, wenn sie keine Beatmungsplätze haben. So, wenn man das jetzt allerdings macht, ist die andere Frage, was ist jetzt eigentlich, wenn Menschen bei uns an die Beatmungsgeräte heran müssen und die praktisch besetzt sind mit Kranken aus Italien, Spanien oder Italien? Kriegen wir dann ein Problem, ein ethisches Problem? Ich denke, wir müssen, also erstens mal, lass uns hoffen, dass das nicht so weit kommt, klar. Aber es kann so weit kommen. Das Robert-Koch-Institut hat gestern noch mal darauf hingewiesen, wir sind nicht sicher, ob wir nicht auch in Deutschland italienische Verhältnisse bekommen. Mhm. Das ist nicht auszuschließen. Deine Frage ist völlig berechtigt. Also dann kommt es darauf an, wie solidarisch wir sind. Und ich denke halt, ein italienisches Leben ist genauso viel wert wie ein deutsches Leben. Das ist schwer für Ärzte, die das dann entscheiden müssen. Aber bitte, italienische Ärzte standen heute schon vor der Frage, soll ich einen 72-Jährigen noch beatmen, wenn ein 23-Jähriger auch das Atemgerät braucht, aber ich habe nur eines. Schwierige Entscheidungen. Es ist nicht sicher, ob wir das wirklich hinter uns kriegen oder nicht. Die könnten auf uns zukommen. Nochmal, ein französisches, ein deutsches, ein norwegisches, ein russisches Leben ist genauso viel wert wie ein deutsches. Wie entscheiden wir denn aus christlicher Perspektive, wenn ein 70-Jähriger, der beatmet werden muss, ins Krankenhaus kommt, in ein deutsches Krankenhaus
und ein 70-jähriger italienischer Patient bereits am Beatmungsgerät steckt? Dann muss der Arzt das ganz pragmatisch entscheiden. Wenn er nur ein Gerät hat und er muss entscheiden, 70-jährige oder 20-jährige, dann muss er das entscheiden. Also nochmal, ich möchte nicht in seiner Haus stehen. Jahre gleicher Fall. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Naja, da hat ja in diesen Tagen ein Journalist gegenüber dem Herrn Trump gesagt, diese Corona-Krise führt dazu, dass ältere Menschen sterben. Das kann doch für die Wirtschaft nur von Vorteil sein. Mhm. So weit darf es nicht kommen. Das ist natürlich ein Zynismus ohnegleichen. Nur in ganz konkret und praktisch, ein Arzt kann in solche Situationen kommen. Nochmal, ich möchte da nicht in seiner Haut stecken. Aber wie er entscheidet, das kann nur er selbst machen. Das weiß ich nicht. Für mich ist es, für uns beide, ist das jetzt eine rein theoretische Frage. Wir können nur ganz allgemein sagen, jedes Leben ist gleich wert. Und ich möchte nicht in eine Situation kommen, in der die Alten, so wie ich, 81, weniger wert sind als ein 20-Jähriger. Aber es kann sein, dass wir in solche Situationen kommen und dann muss ein Arzt entscheiden. Aber da hört es ja dann mit der christlichen Nächstenliebe in Deutschland auf, wenn wir sagen müssen, wir haben Patienten aus Frankreich, Italien, Spanien und es ist die Situation da, dass deutsche Patienten nicht an die Beatmungsgeräte herankommen, weil die durch diese Patienten blockiert sind. Es gibt in Deutschland eine Diskussion, das werden die meisten Deutschen für völlig falsch halten. Aus christlicher Perspektive müssten wir das aber akzeptieren. In AfD-Zeiten ist das denkbar, dass die Deutschen sagen, Deutschland zuerst, Deutschland, Deutschland über alles. Wir wissen, wohin das geführt hat. Also auf EU-Ebene ist Solidarität das erste Prinzip. Da darf es nicht heißen, Deutschland zuerst. Oder America first auf der anderen Seite des Ozeans. Es ist wichtig, dass dann alle gleich behandelt werden. Das wäre EU. Schwierig wird die Frage natürlich in der dritten Welt. Also Frank, ich wage mir ja gar nicht vorzustellen, was Corona vielleicht schon in wenigen Wochen in den Slums von Bombay, in den Slums von Kalkutta, in den Slums von Nairobi oder in den Slums in Bangladesch anstellen wird. Das ist ja eine Vorstellung, die so grausam ist, dass man sie sich am besten nicht vorstellen möchte. Aber das ist nicht auszuschließen, dass es dort furchtbare Situationen gibt, die Millionen Menschen das Leben kosten. Was heißt das für uns jetzt? Alles tun, was hilft beim Bekämpfen und jedes persönliche Opfer annehmen. Und akzeptieren, was uns helfen kann, die Corona-Krise so rasch wie möglich einzudämmen oder die zusätzlichen Fallzahlen abzuflachen. Das scheint mir, also das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, ich sehe dazu keine Alternative. Je mehr wir uns schützen, auch Opfer bringen für unseren Schutz, je mehr schützen wir in dieser Situation wirklich, weil es eine Pandemie ist, die ganze Welt betrifft, alle anderen auf der Welt. Also da liegt auch eine große Chance, globale Solidarität zu lernen. Der Dalai Lama sagt in diesen Tagen immer wieder, wir brauchen gerade jetzt in der Pandemiezeit eine Weltrevolution des Mitgefühls. Jedes Leben ist gleich wert, ob schwarz oder weiß oder gelb oder jung oder alt oder Mann oder Frau. Das werden wir jetzt intensiver lernen müssen. Und dann hätten wir etwas gelernt aus der Krise, nämlich mehr Solidarität und mehr Mitgefühl. Stichwort Solidarität und Mitgefühl. Und die Frage stelle ich jetzt, weil die unten bei den YouTube-Kommentaren sofort kommt. Solidarität und Mitgefühl würde ja bedeuten, dass wir nicht nur symbolisch 6 bis 8 Patienten an die Beatmungsplätze frei ranlassen, sondern es würde eigentlich bedeuten, dass wir die freien Beatmungsplätze auffüllen. Ja. Patienten aus den Ländern, oder? Das sollten wir jetzt machen, zumindest innerhalb der EU. Muss jetzt mehr ganz konkret und praktisch Solidarität geübt werden. Es ist doch absurd, dass wir wirtschaftlich zusammenarbeiten, aber in Notsituationen sagen, Germany first. Also das halte ich für wirklich absurd. Und natürlich werden andere, die Franzosen oder die Italiener, schon genau drauf gucken, ob wir in dieser Situation, wo wir halt mehr Vorsorge haben als andere, auch wirklich solidarisch sind. Und langfristig zahlt sich Solidarität immer aus, für alle, auch für einen selbst. Da gilt wieder das Jesuswort, liebe deinen Nächsten, wie dich
selbst. Das ist ja ein unglaublich pragmatischer Vorschlag. Er sagt ja nicht nur deiner Nächsten lieben, sondern wie dich selbst, also für sich selbst Vorsorge treffen, aber genauso für die anderen. Das ist mit der pragmatischste Vorschlag, den es je in der Weltgeschichte gegeben hat. Franz, du hast ja die Bundesregierung sehr gelobt am Anfang. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen. Also in der Geschwindigkeit, in der die Grundrechte jetzt praktisch eingeschränkt und aufgehoben sind, haben wir das noch nie erlebt. Und ich habe die Befürchtung, dass das bürgerliche Selbstbewusstsein total zusammengeknirscht wird. Wir haben uns ja inzwischen so ein bisschen angewöhnt, nach 9-11 war das ja schon so, da haben die Sicherheitskräfte enorm an Macht gewonnen in ganz Europa, in der ganzen Welt. Und das bürgerliche Selbstbewusstsein, war mein Eindruck, hat sich wieder so ein bisschen erholt. Wir trauen uns wieder mehr, haben uns wieder mehr getraut, die staatlichen Obrigkeiten zu kritisieren. Wir haben sie auch, haben auch gesagt, das, was ihr macht, sprich Klimawandel, reicht überhaupt nicht aus. Und jetzt sind wir eigentlich an der Rolle wieder total reduziert. Die können uns eben nach Hause schicken, die können sagen, ihr geht nicht sozusagen raus. Die Polizei kann uns nach Hause schicken, sagen, bleib in deiner Wohnung. Und das ist in den Medien auch gar nicht groß diskutiert worden. Herr Laschet, ein Politiker, hat dann selber gesagt, hey, wir haben mal schnell 6, 7 Grundrechte aufgehoben. Ist Corona ein Waterloo des bürgerlichen Selbstbewusstseins? Das kann es sein, aber bei der Rationalität, die ich sehe, bei der Bundesregierung oder auch bei Landesregierungen, schätze ich diese Gefahr als recht gering ein. Die haben bisher vernünftig reagiert. Du hast recht, da werden Grundrechte eingeschränkt, aber das soll ich auch in Kauf nehmen dann. Ich nehme es ja auch in Kauf und wir alle sollten das tun. So solidarisch sollten wir sein. Aber ich glaube, dass der Freiheitswille in der Bundesrepublik Deutschland und der Wille, unsere Grundrechte zu verteidigen, dann, wenn es wieder möglich ist, so stark sein wird, dass ich diese Gefahr als sehr gering einschätze. Also die AfD hat weniger Chancen nach der Krise, als sie vor der Krise hatte. Und die Menschen wollen Freiheit und keine Diktatur oder so etwas wie Germany First. Diese Gefahr sehe ich kaum in Deutschland. Es gibt sicherlich einige, zum Beispiel die aus wirtschaftsökonomischen Gründen, diese Gefahr sehe ich als höher an, die aus sagen, also ältere Menschen, die Wirtschaft muss schneller wieder funktionieren. Wirtschaftswachstum ist wichtiger als das Leben von ein paar Alten in Deutschland. Diese Gefahr schätze ich höher ein als die Gefahr, dass unsere Freiheits- und Grundrechte allzu lange eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite sehe ich das auch so, wir werden es wieder auch danach mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein der staatlichen Institutionen und der Sicherheitskräfte haben. Das haben wir nach 9-11 auch schon gehabt. Und dieses Überselbstbewusstsein, wie ich das damals empfunden habe, das haben wir ja eigentlich so durch viel Bürgerbewegung, durch viel Kritik wieder so ein bisschen ins Wanken gekriegt. Und diese Unsicherheit, die so ein bisschen da auch entstanden ist und diese mehr Bürgerkritik, Bürgermacht, Bürgerselbstbewusstsein, das ist eigentlich kaputt gegangen, so ein bisschen. Ja, man kann ja auch aus 9-11 lernen, dass wir damals wohl etwas überreagiert haben. Angst vor Terrorismus ist auch so eine große Frage gewesen. Obwohl an Coca-Cola weit mehr Menschen sterben als am Terrorismus auf der Welt. Oder auch, um es nochmal einzuordnen, an Coca-Cola und dem Zucker, dem viel zu vielen Zucker, der da drin ist, sterben mehr Menschen als an Corona. Diese Relation muss man auch mal sehen. Trotzdem, die jetzige Situation halte ich für vernünftig. Ich halte es für richtig, dass in dieser Situation die Bürger- und Freiheits- und Grundrechte eingeschränkt werden. Bitte, wir Journalisten sind dann halt gefordert, dafür zu sorgen, wenn die Regierenden wirklich so autoritär sein sollten und die Freiheitsrechte nicht wieder rechtzeitig in Kraft setzen, dann müssen wir Journalisten Krach schlagen. Und die Chance haben wir ja auch. Also wir Journalisten werden auch nach der Krise gefordert sein und wir beide, lieber Frank, werden nicht arbeitslos. Ist ja auch eine schöne Perspektive. Ja, ganz zum Schluss, lass uns mal ein bisschen die Zuschauer ärgern, damit wir ein paar wütende YouTube-Kommentare auch drunter bekommen. Mal so aus unserer Sicht auch des Klimaschutzes, ja. Ich meine, die Supermärkte haben ja auf. Wir können uns versorgen. Im Moment, wenn ich es böse formuliere, ist der große Kindergeburtstag erstmal vorbei. Ich habe so das Gefühl gehabt, wir waren eigentlich eine Gesellschaft, die nur noch Party gemacht hat. Und jetzt stellen die Leute fest, Mensch, eine Kartoffel, die kann ich ja auch mal kochen. Ich muss nicht nur Pommes frites frittiert kaufen.
Und ich weiß nicht, wie es den meisten Bürgerinnen und Bürgern geht. Also ich meine, mir fehlen weder Strümpfe, noch Socken, noch Hemden, noch Krawatten, noch sonst irgendwas. Also ich bin hier noch nicht in irgendeiner Form nach 2, 3 Wochen in die Situation gekommen, dass ich denke, die Geschäfte haben alle zu, ich habe alles überhaupt nichts mehr. Seien wir ehrlich, in die Theater und Opernhäuser gehen 2% der Bevölkerung und stattdessen passiert aktiver Klimaschutz. Endlich sind die Flugzeuge am Boden. Geht uns denn jetzt wirklich im Moment so viel verloren? Auch das hängt von uns ab, hängt davon ab, was lernen wir aus der Krise. Also Wuhan, wo das Ganze begonnen hat, dort ist heute der Himmel klarer und über manchen italienischen Gegenden auch durch die Corona-Krise. Nochmal, die Frage ist, was lernen wir aus dieser Krise? Es ist ja sehr komisch, dass Homo sapiens immer erst Krisen braucht, um etwas zu lernen. Aber so sind wir nun mal. Die Krisen sind unsere besten Lernhelfer. Die Bundesregierung erreicht ihr Ziel, Klimaschutz 40% weniger CO2 gemessen an 1990, jetzt wahrscheinlich doch wegen der Krise oder weil wir halt wirtschaftliche Einbußen haben. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Lernprozess? Vielleicht hören die Alten jetzt mehr auf die Jungen, wenn die als Friday for Future Bewegung sagen, ihr müsst etwas tun, damit ihr Alten beim Klimaschutz, damit auch wir in 50 Jahren noch ein gutes Leben haben auf dieser Erde. So wie die Alten jetzt in der Corona-Krise sagen, ihr Jungen müsst mit uns solidarisch sein, sollten nach der Krise die Jungen wieder sagen, ihr Alten sollt mit uns solidarisch sein und ihr müsst nicht jeden Winter unbedingt nach Mallorca fliegen. Es geht auch anders. Das heißt, diese Solidarität kann wachsen. Die Jungen haben jetzt mit mehr Berechtigung als vor der Krise das volle Recht, von den Alten beim Klimaschutz mehr Solidarität zu fordern, als das bisher der Fall war. Wir Alten sollten die Jungen beim Thema Klimaschutz nicht länger alleine lassen, wenn sie freitags demonstrieren. So wie die Alten jetzt zu Recht sagen, wir fordern auch Solidarität von euch. Auch ihr müsst die Beschränkungen jetzt mit uns gemeinsam tragen, weil jeder verpflichtet ist, in Krisensituationen sich solidarisch zu verhalten. Also wir können voneinander und miteinander lernen. Also gemeinsam, einsam. Das scheint mir jetzt das Motto zu sein, das müssen wir lernen. Gemeinsam, einsam. Oder wir beide haben ja auch gelernt, dass ich nicht mehr nach Berlin in dein Studio fahre, sondern wir jetzt skypen und halt mehr Abstand halten. Ja. Also zusammenhalten, aber bitte mit entsprechendem Abstand. Das sind die Thesen und die Gesetze, die wir jetzt mehr verinnerlichen müssen, als das vor der Krise der Fall war. Glaubst du, letzte Frage, dass die Bürger und Bürgerinnen tatsächlich ein Stück langfristig oder mittelfristig ihr Leben verändern oder warten einfach nur alle darauf, den alten Konsumismus wieder fortsetzen zu können? Also lieber Frank, als die ersten Beschränkungen kamen, habe ich gedacht, oh Gott, wir Deutsche mit unserem Freiheitswillen und Freiheitsstreben und wir lassen uns noch die vorschreiben mit unserem Anti-Autoritismus, den wir Gott sei Dank gelernt haben. Und jetzt sagen plötzlich 95%, wir sind damit einverstanden. Eine unglaubliche Zahl. Ja, wir machen das, wir sind solidarisch. Also hätte ich nicht erwartet, dass 95% diesen Freiheitsbeschränkungen nach 70 Jahren Freiheit in Deutschland zustimmen. Das ist eine hohe Zahl. Also wir Deutschen sind offenbar lernfähig. Und in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, will ich auch unsere Sendung, unser Gespräch, lieber Frank, jetzt beenden. Wenn Sie mögen, jeden Montagabend 20.30 Uhr auf Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Und gelegentlich stellt der Frank Ferenczky diesem Franz Alt die Fragen, die er dann versucht, halbwegs vernünftig zu beantworten. Schönen Dank und schönen Abend.